Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Workshop. Workshop für Agile Care. Wir haben heute den 8. August 2022 und auch an diesem Tag werden wir wieder uns bemühen, unsere Aktivitäten voll darauf konzentrieren, dass wir Sie bestens beraten, bestens informieren, Ihnen Wissen vermitteln, was Ihnen weiterhelfen soll, Ihre Lebensqualität zu verbessern. Denn diese Kapazität hat Agile Care. Das ist möglich, das wissen wir. Und es liegt nur an uns, wie gut wir das Wissen, die Informationen rüberbringen zu Ihnen. Sie sollen wissen, dass wir bestens motiviert sind, denn jede Rückmeldung von Ihnen motiviert uns weiterhin dabei zu bleiben, unsere Methode zu verbessern, Erweiterungen, natürlich alles kostenlos Ihnen zu geben und natürlich auch Sie weiterhin zu beraten. Und ein Teil davon ist dieser Workshop, das heutige Workshop. Ich grüße Sie ganz herzlich und ich begrüße gleich voraus allen diejenigen, die jetzt nicht live dabei sind, sondern die sich das Ganze dann in der Aufzeichnung anschauen. Ich bedanke mich an der Stelle auch gleich für die Teilnahme und die Hilfe durch meine Frau Renate und Tochter Claudia, die mir im Hintergrund helfen, ihre Fragen schnellstmöglich dann zu beantworten und die mich unterstützen, dass auch dieser heutige Workshop ein erfolgreicher wird. Erfolgreich ist er immer, ich sage das schon, für uns. Und er soll auch für Sie erfolgreich sein, wenn Sie damit Wissen, Informationen hinzugewinnen, die behilflich sind, Agile Care noch besser und noch effektiver einzusetzen. Denn das führt zu besserer Lebensqualität. Leben ohne Krankheit, das ist unser Ziel. So, lassen Sie mich starten. Ich werde gleich erst einmal, dass ich auch wiederum nicht vergesse, Ihnen die Präsentation als PDF im Download angeben. Das können Sie jetzt tun und über die ganze Zeit rechts den Download durchführen und dann haben Sie die vorbereiteten Folien als PDF vorliegen. Der eine oder andere mag das. Ich denke, es werden immer mehr, die das gern nutzen und sich damit eine Dokumentation anfertigen. So, heute also dieser Workshop und ich kann gleich vorab sagen, ich muss mich sehr beeilen heute, denn ich habe viel vorbereitet. Und hoffe, dass ich Sie nicht allzu viel langweile. Ansonsten bleibt Ihnen nur einzuschlafen. Das fände ich nicht gut. Also heutiger Workshop, auch wieder der wichtige Hinweis, der niemals fehlen darf. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen oder Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, und auch auf diese Folie möchte ich nur ganz kurz eingehen. Es geht darum, wie Sie mit uns kommunizieren. Die Kommunikation von uns mit Ihnen, von Ihnen mit uns, die ist für uns ganz, ganz wichtig, denn nur so können wir da noch besser dafür sorgen, Ihre Bestrebungen für bessere Lebensqualität mit Erfolg zu krönen. Sie sehen also hier Ticketsystem, Live-Chat und Forum über die eingeblendete URL. Sie sehen die eingeblendete Telefonnummer, die Sie bitte nur montags bis freitags zwischen 9 und 10 Uhr nutzen. Rufen Sie an. Meistens kommen Sie nicht gleich durch. Ich garantiere Ihnen den Rückruf. Dann haben wir alle Zeit, Ihre Probleme, Ihre Fragen zu besprechen. Und außerdem die Aufzeichnung des Workshops bietet Ihnen die Möglichkeit, nicht nur Fragen zu stellen in der Aufzeichnung, sondern auch die Download-Option zu nutzen. Ja, und dann noch ganz kurz, auch in der Kürze nur, wir freuen uns mächtig über Ihre Empfehlungen. Viele von Ihnen, ich will nicht sagen alle, aber fast alle, sind erfolgreich mit Agile Care, können ihre Lebensqualität verbessern und möchten das gern weitergeben. Möchten diese Möglichkeit anderen weitergeben, nahen Verwandten, Freunden, Kollegen, und so weiter. Und für diese Empfehlung, wenn die dann zum Kauf führt, geben wir Ihnen gern einen Dankeschön von 150 Euro pro verkauftes Gerät. Und hier sehen Sie die Regeln in erstens, zweitens und drittens. Das können Sie dann nachlesen. Wir freuen uns jedenfalls auf jeden Fall, wenn wir Ihnen für Ihr Engagement danken können. Und wenn wir die Effektivität mit Agile Care erhöhen, das wollen wir ja, dann haben Sie hier eingeblendet die beiden Links, einmal zum Basiswissen auf unserem YouTube-Kanal und darunter dann zu dem speziellen Thema der Randbedingungen auf unserem YouTube-Kanal.
Ja, und heute möchte ich auf die Bakterien mit Agilcare eingehen. Das heißt, wie eliminieren wir Bakterien? Darauf möchte ich heute näher eingehen. Wir haben ja stets bei jeder Erkrankung, und das muss man erstmal verstehen, bei jeder Erkrankung haben wir auf Zellenebene einen Sauerstoffmangel für die Zellen. Das kann die Ursache sein, das muss nicht die Ursache sein, es kann auch das Ergebnis sein, aber auf jeden Fall im Zusammenhang mit einer Erkrankung und Sie untersuchen die Zellen, dann sehen Sie betroffene Zellen und dort Sauerstoffmangel. Also ergibt sich doch, wenn wir gegen die Krankheit vorgehen wollen, die Variante, Sauerstoff muss angereichert werden. Das möchten wir anstreben. Und so ist es auch gemacht worden, zum Beispiel bei Krebs. Und dafür hat Professor Warburg ganz zu Recht schon 1931 den Nobelpreis für Medizin bekommen. Und Manfred von Ardenne hat das fortgeführt, die Arbeiten. Und es ist nämlich gezeigt worden, dass wenn man über 48 Stunden den Sauerstoffgehalt von Krebszellen anheben kann, um ca. 75%, dass dann aus diesen Zellen, aus diesen Krebszellen gesunde Zellen werden. Das ist das Warburg-Theorem, was sehr häufig nachgewiesen wurde und auch genutzt wird. Wir können aber auch Sauerstoff anreichern, indem wir zum Beispiel das Agilflo benutzen, was viele von Ihnen auch haben. Das vereinzelt die Erythrozyten, die durch unsere Arterien fließen und erhöht deren Transportkapazität für Nährstoffe und Sauerstoff. Hört, hört. Erhöht die Transportkapazität erheblich. Wir haben da Faktoren von 300 gemessen. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel die Atemtechnik. Und Professor Hecht hat den Blutdruckentspannungstest entwickelt und publiziert. Und das schon vor über 40 Jahren. Damit ist es möglich, eben über Atmungstechnik dafür zu sorgen, dass andere Erkrankungen, nicht nur der Bluthochdruck, dass die verschwinden. Er schreibt dann ganz locker und nachgewiesen in wissenschaftlichen Arbeiten, das ist nicht einfach bloß eine Behauptung, sondern nachgewiesen, dass Bronchitis oder zum Beispiel auch Arthrose verschwinden. Das allein durch Atmung, Atmungstechnik. Und ich finde das sensationell und empfehle auch vielen, den Blutdruckentspannungstest durchzuführen. Er kostet keinen Pfennig Geld. Es ist nur eine Konzentrationsübung und sehen Sie da, können Sie noch Bronchitis und Arthrose beseitigen. Ich nehme an, dass man auch durch die Konzentration auf die Atmung dort den Sauerstoff anreichern in den Zellen. Über Sauerstoffanreicherung gegen Krankheiten haben also viele weitergearbeitet nach Warburg. Eben der bedeutendste davon für mich ist Professor Manfred von Ardenne. Und ich bin ganz stolz und erinnere mich auch sehr gern an seine Vorlesungen, die ich noch als Student in Dresden, an der TU Dresden, hören konnte. Und es war wirklich ein Genuss, ihm bei den Vorlesungen zuzuhören. Professor Manfred von Ardenne war zu meiner Studienzeit an der TU Dresden Honorarprofessor. Doch die Anreicherung der Zellen mit Sauerstoff gelingt nicht immer, oder ich muss es sogar anders sagen, leider nur ganz selten. Und das bezogen auf die Anzahl der Erkrankungen. Und ich möchte sagen, wer hat schon keine Erkrankung? Schauen wir uns also einmal an, was wir noch tun können. Auf der Zellenebene, was passiert dort eigentlich, wenn wir Sauerstoffmangel haben? Und zwar, was passiert in den Zellen und um die Zellen herum? Die Zellen können, wenn der Sauerstoff fehlt oder nur mangelhaft da ist, können sie kein ATP produzieren. Für die Produktion des ATPs sind ja Mitochondrien zuständig. Und das ist der Ausdruck oder die Größe für Energie. ATP steht für Adenosintriphosphat. Und wenn keine Energie produziert werden kann, müsste die Zelle sterben, wenn sie nicht auf einen Ersatz umsteigen kann, nämlich von der Energieproduktion durch die Mitochondrien, die hier ausfallen, ist ja kein Sauerstoff da, wechseln sie auf alkoholische Gärung. Und durch die alkoholische Gärung kann sozusagen mit weniger Sauerstoff oder gar keinem dann wieder Energie erzeugt werden. Das ist eine Rettung, sonst würde die Zelle sterben. Großes Dilemma also für
Die Zellen, Energie muss sein für das Überleben der Zelle. Ausweg ist diese alkoholische Gärung zur Gewinnung im Ersatz für die Energiegewinnung durch Mitochondrien, die hier ausfällt. Hier gärt also die Zellflüssigkeit, das Phytoplasma. Alkoholische Gärung unter anaeroben Bedingungen ruft aufgrund der Veränderung des Milieus einen veränderten pH-Wert hervor. Also das Milieu ändert sich, weil der pH-Wert sich ändert und vermehrt aufgrund der Veränderung des pH-Wertes kommen Mikroorganismen auf den Plan. Wir sagen, diese Mikroorganismen, die da kommen, erzeugen eine Dysbalance. Und diese Dysbalance erhalten sie, wenn nichts dagegen getan wird. Und dieser Ersatzstoffwechsel wird übrigens auch Krebsstoffwechsel genannt. Sie verstehen das schon durch meine Einleitung mit Bezug auf Professor Warburg, dass der Krebsstoffwechsel heißt und dass wir den beseitigen können. Zum Beispiel durch die Einleitung von Sauerstoff, muss ich sagen, was uns natürlich nicht oft gelingt, leider. Es wird auch leider nicht oft genug versucht. Nach kurzer Zeit haben sich die Mikroorganismen in Dysbalance etabliert. Das heißt, sie fühlen sich wohl, vermehren sich offensichtlich schnell und sie mögen die Bedingungen, der Erkrankung, das zugehörige Milieu sehr. Und daraus bildet sich dann eine Symbiose zwischen den Mikroorganismen in Dysbalance und der Erkrankung. Und wenn ich das so formuliere, dann zeigt sich schon der zweite Lösungsweg an, nämlich, dass man die Symbiose aufbricht. Aber so möchte ich trotzdem noch einmal eingehen auf eine vorzufindende Symbiose. Wir haben ja viele Symbiosen in der Natur und ich möchte hier das Beispiel geben für die Symbiose zum Schutz vor Feinden, nämlich zwischen Ameisen und Blattläusen. Ein Beispiel ist also für die Symbiose die Beziehung von Ameisen zu Blattläusen. Die Ameisen geben den Blattläusen Schutz vor Feinden, das ist ihre Leistung. Im Gegenzug lassen sich diese von den Ameisen melken. Sie wissen das, dass die Blattläuse Zuckerlösung abgeben, welche die Ameisen zu sich nehmen. Und das nennen wir melken. Und als Kleingärtner bin ich auch interessiert, diese Symbiose aufzubrechen, zu beseitigen, über zwei Wege. Der Weg 1 ist, die Ameisen durch eine Barriere zu hindern, auf Obstbäume und zum Beispiel zu den Blättern zu gelangen, um die Blattläuse zu versorgen. Und der zweite Weg ist, dort, wo wir nicht solche Stämme haben, die man eben durch Barrieren, durch Kleberinge zum Beispiel, ausstatten kann, um die Ameisen zu verhindern, da hochzukriechen. Das zweite Mittel ist, zum Beispiel eine Waschmittellauge zu zerstäuben auf die Blätter. Und das nimmt den Blattläusen den Halt, sie fallen herunter. Und somit kann ich also auch dort erfolgreich die Symbiose aufbrechen, wo kein Baumstamm vorliegt, sondern nur die Pflanze zum Beispiel klein ist, frisch gepflanzte oder gezogene Paprikapflanzen waren ein Beispiel dieses Jahr in meinem Garten. Soweit also zur Symbiose. Betrachten wir nun die Verhältnisse beim Menschen, die identisch sind übrigens auch bei Tieren, bei sehr vielen Tieren. Und Sie wissen das, wie Sie ja schon häufiger am Workshop teilgenommen haben, dass wir auch Tiere erfolgreich in die Anwendung von Agile Care einbeziehen. Wir haben beim Menschen Mikroorganismen. Diese Mikroorganismen sind Viren, Bakterien, Würmer, Pilze und andere Einzeller. Außer bei den Viren haben diese Mikroorganismen einen eigenen Stoffwechsel. Sie leben, also nicht bei den Viren, aber bei den Bakterien, Würmern, Pilzen und Einzellern und anderen Einzellern haben wir ein eigenes Leben. Deshalb geht man bei Bakterien mit Antibiotika vor, möchte also das Leben zerstören. Antibiotika heißt gegen das Leben. Dass das nicht immer so ohne negative Folgen abgeht, dazu später. Sie finden im weltweit größten Anwendungskatalog von Agile Care, also unser Anwendungskatalog, wird ja ständig erweitert und ist jetzt schon der weltweit größte. Sie finden dort zu allen Anwendungen, die Sie auswählen können, dort Möglichkeiten, da vorzugehen. Heute sehen wir nur und betrachten nur die Bakterien. Und wenn wir wissen, dass es ungefähr 800.000 Arten von Bakterien gibt, und sollten wir auch wissen, dass nur ca. 200 davon, also nur 200 Arten, sind Krankheitserreger. Wir reden also über 0,025% krankheitserregend.
nur, das möchte ich hier nicht kleinreden, hier macht es nicht die Masse, sondern hier kann sozusagen ein Erreger schon einen Menschen oder eine Erregerart schon einen Menschen ums Leben bringen. Wenn wir auch bei Algecare über die von außen kommenden Erreger diejenigen sehen, die sich schon lange, also über die hinaus schon diejenigen sehen, die sich schon lange in unserem Körper befinden, so bleibt es trotzdem nur bei 0,025%. Jedenfalls hier schon Achtung. Achtung von mir angesagt, es sollte nicht alle eliminiert werden. Sie können das ja hier schon ahnen, beim Verhältnis von 800.000 zu 200. Es sollten nicht alle eliminiert werden. Es gibt auch die guten Erreger. Ach, es gibt auch die guten Bakterien. Das möchte ich gleich vorab sehen. Und es ist zum Beispiel ein großes Problem bei Antibiotika, welche gegeben werden und auch die guten sozusagen mit gestört werden, was unser Leben negativ beeinträchtigt. Welches also bei Algecare nicht vorkommt. So, und hier habe ich mal ein paar Bilder. Bakterien können mikroskopisch klein sein. Es ist also eine große Vergrößerung notwendig oftmals. Sie können aber auch 2 Zentimeter groß sein. Und ständig werden neue Bakterien gefunden, obwohl die Bakterien schon hunderte von Millionen Jahren auf unserem Planeten existieren, lange vor Menschen. Ist vor kurzem eine Art gefunden worden, die bis zu 2 Zentimeter groß werden kann. Das ist natürlich extrem viel. Und hier rechts im Bild, die Mikroskopaufnahme, stammt übrigens von Chlamydia pneumonia. Also das sind also Gangster, denen wir öfter begegnen und gegen die wir auch mit Algecare sehr erfolgreich vorgehen können. Des Weiteren hier Abbildungen von Bakterien mittels Mikroskopie. Und Sie sehen hier eingeblendet den Maßstab, zum Beispiel links. Dieser Strich ist 1 Mikrometer. Da können Sie sehen, wie klein das Ganze auch sein kann. Im Menschen haben wir ungefähr 10 hoch 14 Bakterien. Das heißt also, das ist eine 10 mit 14 Nullen. Das sind 100 Billionen Bakterien in jedem Menschen, so ungefähr. Die sind hauptsächlich im Darm, also im Dickdarm. Also 99% kann ich sagen, davon sind im Dickdarm. Aber es sind auch sehr viele auf der Haut und im Mund. Im Mund allein sind schon wieder 10 hoch 10 Bakterien. Das ist auch eine große Menge, die notwendig ist für bestimmte Verdauung und die aber auch Bakterien beinhaltet, die wir nicht so mögen. Auf der Haut zum Beispiel nutzen wir, wenn es um eine gesunde Haut geht, den Schutz der dort lebenden Bakterien vor schädlichen Bakterien. Die Schlussfolgerung also jetzt lautet, wir brauchen Bakterien und können diese nicht einfach und möglichst alle beseitigen. Um Gottes Willen, das soll auch nicht unser Ziel sein. Und das sollten sich mal die auf die Fahnen schreiben, die leichtfertig Antibiotika verabreichen. Bakterien im Menschen sind wichtig. Bakterien existieren sehr lange schon, sehr lange vor uns Menschen. Die Bakterien können aufgrund der Ereignisse, an die sie sich anpassen mussten in der Vergangenheit, genetisch anpassen mussten, sind sie sehr gut in der Lage, schwierige Situationen zu überleben. Sie sind sehr gut organisiert und da wir die Bakterien auch brauchen und diese Organisation da ist, sollten wir auch, auf die Bakterien hören. Die Bakterien kommunizieren sehr viel untereinander. Ich hatte schon gesagt, sie sind gut organisiert, um sich zu schützen, um zu überleben. Aber sie kommunizieren auch mit ihrem Wirt, nämlich mit dem Menschen. Da gehe ich gleich besser darauf ein. Aber auf jeden Fall sollten wir dem entnehmen, wir sollten auch bewusst auf sie hören. Und unbewusst tut der Mensch schon sehr viel. Alles beruht nämlich auf Kommunikation. Und wir wissen, dass bestimmte Zustände durch elektromagnetische Wellen gekennzeichnet sind. Und wir wissen das übrigens auch schon zum Beispiel durch EKG. Das sind elektromagnetische Felder, die wir abnehmen können über die. Und wir wissen dann viel über das Herz, über die Herztätigkeit, Herzerregung, Herzweiterleitung und so weiter. Es gibt auch das EEG. Da wissen wir viel aufgrund der dort wirkenden elektromagnetischen Felder und Signale, wie es dem Menschen geht. Elektromagnetische Felder liegen also überall vor. Und EKG und EEG sind nur zwei wenige Beispiele.
Und also zwei Beispiele von sehr vielen elektromagnetischen Feldern, die wir kennen. Und ich möchte auch anfügen, dass wir vieles noch nicht kennen. Das bedeutet also, elektromagnetische Felder bringen Signale. Und die Lebewesen, auch wir Menschen, können uns damit unterhalten, wir können kommunizieren. Und das EEG zum Beispiel hilft uns bei der Erkennung, ob ein Mensch überhaupt noch lebt. Wenn er lebt, können wir aus diesem Signal erkennen, wie es ihm geht. Ist er erfreut? Ist er traurig? Ist er aggressiv? Ist er kreativ? Ist er entspannt? All das erkennen wir aus den elektromagnetischen Signalen, zum Beispiel, die vom Hirn ausgesendet werden und die wir gut abnehmen können. Der Mensch steuert auch viel mit elektromagnetischen Signalen. Ich meine sogar alles. Alles wird mit elektromagnetischen Signalen abgehandelt, gesteuert, analysiert, kommuniziert, ja, und hauptsächlich gesteuert. Zum Beispiel ist die Durchblutung mittels unterschiedlicher, also die Durchblutung im Körper mittels unterschiedlicher Signale für mehr oder weniger Durchblutung gesteuert. Wir nutzen das aus und erkennen das, indem wir eben die Signale abnehmen, die von Sympathikus und Parasympathikus kommen. Und dort erkennen wir, wie die Signale zu kodiert sind, also zum schnelleren oder verlangsamten Herzschlag. Auch Hunger können wir erkennen. Und wenn wir die Signale von außen eingeben, können wir diese sogar erzeugen. Ich meine, ich habe selbst in der Vergangenheit sehr oft auf Seminaren, Symposien es demonstriert, wie zum Beispiel die Minder- oder auch mehr Durchblutung generiert wird durch Sympathikus und Parasympathikus. Dazu nutzte ich die von uns entwickelten Hochdruckfrequenztherapiegeräte und ich konnte deutlich zeigen, bei mehr Durchblutung an den Extremitäten, es entstand Wärme, zunehmend Wärme und die Venen traten hervor, man konnte es sehen. Deutlich konnte ich aber auch Zeichen der Minderdurchblutung zeigen, nämlich Blässe an den Extremitäten und Kühle der Haut. Soweit also zu meinen eigenen Beobachtungen beim Menschen. Hier wäre es auch interessant, wie der Mensch in allen Zellen möglichst und plötzlich die Temperatur erhöht. Wir nennen das Fieber. Auch das geht über spezifische Frequenzmuster, ausgesendet vom Sympathikus. So funktioniert Fieber. Auch Bakterien geben Signale ab, um zu kommunizieren. Untereinander und auch mit der Umwelt. Und das sind wir Menschen. In häufigen Fällen sind wir Menschen die Umwelt für die Bakterien. Ein Bakterium hat auch Gefühle. Das lässt sich messen mit einer Apparatur, ähnlich wie beim EEG. Also EEG steht für Elektroenzephalographiegerät. Sie kennen das. Damit können wir die Hirnströme erfassen und darstellen. Also damit können wir das auch, mit ähnlichen Geräten, können wir das auch von den Bakterien erkennen. Ändert sich das Gefühl eines Bakteriums, eines einzigen von diesen 10 hoch 14 Bakterien in unserem Körper, so sendet es, nämlich dieses Bakterium, Signale, die aufmerksam von unserem zentralen Nervensystem registriert werden. Nicht nur das, sondern das zentrale Nervensystem ordnet diese Gefühlsänderung eines Bakteriums so wichtig ein, dass es jede menschliche Zelle davon unterrichtet. Unmittelbar nach Empfang dieser Nachricht, dieser Signale, unterrichtet unser Zentralnervensystem jede Zelle in unserem Körper. Bei Hunderten von Billionen Zellen achtet das Zentralnervensystem sogar darauf, was die einzelnen Zellen dazu antworten. Es ist sehr beachtlich, was abläuft in der Kommunikation, ausgelöst durch eine Gefühlsänderung eines Bakteriums. Und das sollte uns zu denken geben. Genauso reagieren Bakterien auch auf elektromagnetische Signale, zum Beispiel auf diejenigen, die von unserem Aglycare ausgehen. Das sind immer sehr komplexe Spektren, die wir aussenden. Zunächst gleichzeitig und dann nach bekannten Abläufen im Nacheinander dieser Spektren mittels Aglycare sind wir erfolgreich im selektiven Eliminieren der Bakterien, die wir nicht mehr mögen, die uns stören und die in Disbalance eine Symbiose mit Erkrankung eingehen. Also stets sprechen wir von Spektren elektromagnetischer Felder und damit meinen wir die Energie, elektromagnetische Energie und deren Frequenz. Wie hat das Dr. Royal Rife, richtig hieß er Dr. Royal Raymond Rife,
Er lebte von 1888 bis 1971. Wie hat er es herausgefunden? Und zwar die Tuberkulose hat er untersucht, ganz genau die Tuberkel, die eben Robert Koch zum Beispiel ewig gesucht und nicht isoliert hatte in seinem Leben, konnte Royal Rife das tun. Er hat die Tuberkel untersucht und arbeitete mit elektromagnetischer Energie verschiedener Frequenzen. Hat also getestet, wie reagieren die Tuberkel auf seine zunächst singulären Frequenzen. Er nutzte zunächst Licht als Energiequelle. Licht ist ja auch eine elektromagnetische Welle. Und er nutzte es in Verbindung mit Filtern, hat also bestimmte Farben von Licht ausprobiert. Viele, viele Versuche gingen ins Land, bis eines Abends Dr. Rife zum abendlichen Abschluss seiner Arbeiten, also zum Feierabend, die Lichtquelle am Mikroskop ausschaltete, unter dem tuberkulose Erreger lagen. Also die Tuberkel waren noch unter dem Mikroskop, er hat die Lichtquelle vom Mikroskop ausgeschaltet. Und aus irgendeinem Grunde schaute Dr. Rife noch einmal durch das Mikroskop im ausgeschalteten Zustand. Und nun geschah das Unerwartete, was die Entwicklung vorangebracht hat. Die Mikroben leuchteten selbst, sie lumineszierten. Nun wusste Dr. Rife, dass er die zu Tuberkeln gehörenden Frequenzen gefunden hatte. Oder die Farbe oder die entsprechende elektromagnetische Energie, mit denen er sie ja eliminieren konnte. Er zeigte das auch gleich bei 300 nachgewiesen infizierten Mäusen. Sie waren mit Tuberkulose infiziert, das wurde überprüft. Und bei allen 300 konnte er durch die Bestrahlung mit diesem Licht, mit diesen elektromagnetischen Feldern, aus seinen spezifischen Frequenzen zusammengesetzt, konnte er die Tuberkel beseitigen. Das heißt, die Tiere waren alle kontrolliert danach geheilt. Alle 300. Später setzte Dr. Rife seine Erfolgsserie im Kampf gegen Krebs beim Menschen fort. Gleich gegen Krebs ist er vorgegangen und hier möchte ich das nicht näher ausführen. Das haben Sie sicherlich auch schon gelesen, welche tollen Ergebnisse er dort erzielt hat. Er hat herausgefunden, dass eine jeweilige Sequenz von elektromagnetischen Signalen, er nannte diese Sequenzen Signaturen, dass die betreffenden Erreger selektiv eliminiert. Das ist also die Erkenntnis von Rife und gewesen. Und das ist die Grundlage für unser Vorgehen. Ich bin Dr. Rife für sein Vorgehen sehr, sehr dankbar. Eine wunderbare Grundlage für unser Vorgehen. Was macht nun Aglycare nach Dr. Rife anders als ein Antibiotikum bei Bakterien? Also vergleichen wir mal das Vorgehen. Antibiotikum tötet Bakterien, es vergiftet sie. Das ist das gewünschte Ziel. Und dadurch wurden schon viele Menschen gerettet, dankenswerterweise gerettet. Ich kann hier aus Zeitgründen nicht näher darauf eingehen, was wiederum Mikroorganismen dazu verwendet werden, um Antibiotika zu bilden, herzustellen. Zum Beispiel nur angegeben, beim Penicillin ist es so, dass dort die Reste und die Stoffwechselergebnisse von Pilzen gebraucht wurden, mit denen wir gegen lebensgefährdende Mikroorganismen vorgehen. Und das fand 1928 erstmalig statt. Schon sehr früh stellten Ärzte fest, dass Kulturen bei der Anwendung von Antibiotika gestärkt werden, die bis dahin unbedeutend und ungefährlich waren. Also eine negative Wirkung. Auch entwickelten die zu bekämpfenden Bakterien sogar Resistenzen. Durch den immer mehr ungehemmten Antibiotika-Einsatz entwickelten mehr und mehr Arten von Bakterien Resistenzen. Das heißt, ihnen konnten Antibiotika nicht mehr gefährlich werden. Und insbesondere diese Resistenzen finden wir vor in Krankenhäusern und wiederum insbesondere in Deutschland. Deutschland spielte eine sehr unrühmliche Rolle. Wir sehen, dass auch in anderen hochentwickelten, sprich reichen Industrieländern das Gleiche. Dass nämlich resistente Bakterien bestehen, gegen die wir nichts haben. Nichts aus dem Bereich der Antibiotika. Neben den reichen Ländern gibt es auch welche, die Antibiotika ohne Rezeptpflicht abgeben. Auch das führt zu dem Dilemma, dass eben kein Kraut mehr gewachsen ist, möchte ich es mal so sagen, gegen die Mikroben, gegen die Bakterien. Und mit Kraut meine ich hier, dass die Antibiotika, wir wissen ja selbst, dass wir auf Aglycare ausweichen können.
Und schon kommen wir zu der Frage, wie kommt es zu den Resistenzen und was geschieht bei Agilcare? Der Grundfehler besteht in uns Menschen, wenn es zu Resistenzen kommt, die wir nicht verstanden haben, dass Bakterien viel besser organisiert sind als wir. Das hilft und gewährleistet deren Überleben. Solche Kooperationen kennen wir in menschlichen Gesellschaften nicht, wie wir sie ganz eng zielgerichtet zum Überleben bei Kulturen von Bakterien haben. Kein Wunder, denn Bakterien leben hunderte von Millionen Jahren länger auf diesem Planeten als die Menschen. Nun möchte ich eine kurze Beschreibung des Ablaufs geben, wie das mit den Antibiotika und Resistenzen geschieht. Antibiotika, die gegeben werden, um Bakterien zu bekämpfen, attackieren diese Bakterien. Zunächst erkennen sie die Bakterien an deren Zellwänden. Nach dieser Identifikation und Anhaftung an den Zellwänden, beziehungsweise nach dem teilweise Eindringen in die Zellen des Bakteriums, will das Antibiotikum das Bakterium vergiften, töten. Mit der Identifikation der Zellwände des Bakteriums erkennen jedoch die Bakterien die Attacke, die gegen sie gerichtet ist, und reagieren sehr kontrolliert, beziehungsweise können sehr kontrolliert reagieren. Nämlich, sie lassen die Zellwände weg, mit denen sie identifiziert werden, und sind somit nicht mehr erkennbar für das Pharmakon. Aus der Sicht der Leistungserbringer in unserem Gesundheitswesen, nämlich der Ärzte, heißt der Zustand Resistenz. Gegen diese Bakterien ist nichts zu machen. Sie haben die Filmform angenommen, sie lassen also die Zellwände weg, nehmen die Filmform an und sind nicht zu erkennen. Auf die Tatsache, dass nun auch die guten Bakterien vermehrt auch durch diese Antibiotika eliminiert werden, will ich nun ganz kurz nur eingehen. Mir fehlt hier leider die Zeit. Wir müssen also leider feststellen, eben die Eliminierung der guten Bakterien, dass das ungewollt passiert, aber es passiert, nämlich durch Antibiotika. Wir müssen leider feststellen, dass die Darmflora stark zerstört wird, stark geschädigt wird. Es kostet viel Mühe und Anleitung. Einer der wenigen Ärzte, denn nur wenige Ärzte haben das aus meiner Sicht begriffen, was zu tun ist. Diese Ärzte wissen, was zu tun ist, um wieder eine normale Darmflora, das Mikrobiom aufzubauen für den betroffenen Patienten. Nun zu Agilcare. Da ist es schnell beschrieben, Agilcare attackiert die zu eliminierenden Bakterien in keiner Weise. Also keine Attacke gegen Bakterien mit Agilcare. Agilcare sendet die Signaturen, die die anzusprechenden Bakterien eliminieren sollen, in der Form, dass die Bakterien kaum haben sie die Energie mit der spezifischen Frequenz erhalten, dass sie in dem Moment ihren Stoffwechsel massiv erhöhen. Also wir senden die Signaturen, die Energie, und wenn die Bakterien diese empfangen, dann erhöhen sie ihren Stoffwechsel. Ich möchte mal sagen, vor Freude. Stoffwechsel erhöhen heißt immer verbessertes Leben. Das bedeutet nur kurz, diesen Stoffwechsel zu erhöhen, denn die Bakterien zerplatzen aufgrund des übermäßigen Stoffwechselanstiegs. Und das nenne ich Zuwendung durch Freude oder Zuneigung vor Freude durch Agilcare, durch die Frequenzen. Und es werden also keine Gegenmaßnahmen von den Bakterien ergriffen, denn sie werden ja nicht attackiert durch Agilcare. Somit haben wir bei Agilcare keinesfalls als Ergebnis irgendwelche Resistenzen. Ganz im Gegenteil, wir erreichen mit Agilcare auch das Eliminieren derjenigen Bakterien, die die Filmform angenommen haben. Selbige sind mit Antibiotika ja nicht mehr erreichbar. Das ist der Unterschied einmal zwischen Antibiotika und Agilcare, so wie ich es hier auf dem Dia dargestellt habe. Was ist darüber hinaus zu beachten? Nun meint man, wir können mit Agilcare alle Probleme lösen, zumindest wie wir es jetzt verstanden haben, bezüglich Erkrankung mit Bakterien im Dysbalance auf der Zellenebene. Das stimmt ziemlich genau, aber es stimmt nun auch wieder nicht. Denn so einfach ist es nicht. Das funktioniert alles nur, wenn wir die sogenannten Randbedingungen erfüllen. Die Voraussetzungen müssen stimmen, heißt das. Und da haben wir drei Punkte hier. Einmal, wir müssen die Bakterien treffen. Das heißt, die Voraussetzung ist das Treffen der Bakterien durch die elektromagnetische Energie ausgehend von Agilcare. Zweitens, das Treffen der Bakterien mit deren zugeordneten elektromagnetischen Energie und Frequenzmuster. Denn wenn wir nicht die richtigen Anwendungen, nicht die richtigen zugehörigen Signale senden, dann passiert mit den Bakterien gar nichts.
Und drittens, wir müssen die Beseitigung der Reste von zerplatzten Bakterien gut organisieren. Das heißt, Toxine, Schwermetalle und Schadstoffe, die bleiben nämlich übrig, wenn die Bakterien zerplatzt sind. Diese müssen beseitigt werden. Das Treffen der Bakterien erfolgt bei ausreichender Durchleitungsfähigkeit elektromagnetischer Energie durch menschliches Gewebe. Also das menschliche Gewebe muss ausreichend durchleitungsfähig sein. Und Elektrolyte in und um die Zellen schaffen diese Voraussetzung der guten Durchleitung. Ausreichende Bandbreite zur Übertragung der Signale im menschlichen Körper muss vorliegen. Der Nachrichtenverkehr muss freie Kapazitäten haben, so wie wir es auch aus dem Internet und aus Netzwerken kennen. Somit haben wir drittens dann mit der Wiederholung der Intensität, also mit der Erholung und Erhöhung der Intensität, muss ich sagen, haben wir auch eine erhöhte Trefferwahrscheinlichkeit für die Mikroorganismen. Das heißt, die Voraussetzung, erstens, das Treffen der Bakterien muss durch Durchleitungsmöglichkeiten einmal auf dem Gebiet der Elektrolyte und andererseits auf dem Gebiet der Bandbreite verbessert sein und ausreichend sein. Zweitens, das Treffen der Bakterien mit deren zugeordneten elektromagnetischen Energie- und Frequenzmuster. Das Treffen der Bakterien mit den zugeordneten Signalen, zugeordnet zu deren Eliminierung, bedeutet, dass die in Anführungsstrichen richtige und geeignete Anwendung durchzuführen ist. Hier kann sogar getestet werden. Unter Beachtung der Punkte 1 und 3, über 3 spreche ich gleich noch etwas näher, aber 1 haben Sie ja vorhin gesehen, das war das Treffen, heißt es nämlich, Erfolglosigkeit heißt nur, zu wenig Geduld zu haben. Tests, und damit meine ich Labor- oder energetische Tests sowie genaue Diagnostik, ermöglichen die richtige Orientierung. Das heißt, das Heraussuchen der in Anführungsstrichen richtigen Anwendung. Aber auch unsere Beratung kann dabei helfen und wir nutzen dazu unsere Erfahrung, die wir wiedergespiegelt haben in unseren Datenbanken. Der nächste Punkt ist, neue von uns hinzugebrachte Anwendungen sollten Sie auch immer testen und übernehmen, denn das könnte Sie schneller zum Erfolg bringen, denn es gibt ja immer einen Grund, warum wir neue Anwendungen zubringen, nämlich die Möglichkeiten mit AgriCare zu verbessern. Und der dritte Punkt, das ist die Resteverwertung. Beseitigung des Rests oder der Reste ist die geeignete Entgiftung. Naturzellulit-10 hat sich bestens bewährt und Zeolit überhaupt ist schon von Menschen für diesen Vorgang über 4000 Jahre in bester Benutzung und das haben auch Wissenschaftler überzeugend herausgefunden. Halten Sie sich an die Einnahmeempfehlung von Naturzeolit 10 Mikrometer und nur dieses Zeolits, denn Sie wissen, es gibt auch welche mit schlechterer Qualität, sogar mit Gefahrenpotenzial. Und zweitens, nach Möglichkeit suchen Sie nach weiteren erweiterten Entgiftungsmöglichkeiten. Nun gibt es eine Vielzahl von Faktoren, zusätzlichen Faktoren, die dazu führen können, dass die Bakterien nicht ausreichend eliminiert werden, sodass ihre Lebensqualität weiterhin eingeschränkt bleibt, obwohl sie AgriCare und mit den richtigen Anwendungen nutzen. Aus Zeitgründen möchte ich hier nur ein Beispiel bringen, andere vielleicht zu gegebener Zeit, wenn es Sie interessiert. Es kann nämlich vorkommen, dass die Bakterien aus einer Quelle kommen, die schneller nachliefert, als wir Bakterien eliminieren können. Das wäre zum Beispiel eine äußere oder innere Ursache des Sauerstoffverlustes. Da muss die Quelle aufgesucht werden in diesem Fall, wenn mehr Nachkommen sind, um die Baustelle nach deren Quellenzerstörung dann zu beheben. Also erst die Quellenzerstörung und dann die Baustelle. Das können zum Beispiel sein, diese Quellen, Pilze in einer Wohnung, im Bauwerk, zum Beispiel unter der Tapete. Die müssen also beseitigt werden, wenn wir vorankommen wollen mit AgriCare, denn es kann eben sein, dass hier die Quelle schneller und mehr nachliefert, als wir an schädigen Bakterien beseitigen können. Und es kann auch sein, elektromagnetischer Smog, also Elektrosmog, zum Beispiel durch WLAN, durch Smartphones und andere Geräte, das erzeugt nämlich auch im Menschen schädigende Bakterien in Disbalance. Und dort kann man vorgehen. Ich habe da schon mehrere Vorträge, gerade in unserem Bereich
Agile Smart gehalten, wie wir uns davor schützen können und diesem Beispiel in diesem Fall entgehen können. Jedenfalls kann nach systematischem Vorgehen gegen die gegebenenfalls vorliegenden starken Mikroorganismenquellen auch dieses Problem gelöst werden. Wir als Team der Dr. Ulrich Medizintechnik stehen Ihnen zur Verfügung, dabei beratend zu helfen. Kurze Zusammenfassung des heute doch etwas länger geratenen Vortrags, und ich hoffe, ich habe noch einige, die nicht eingeschlafen sind. Kurze Zusammenfassung. Mikroorganismen können Bakterien sein, die uns eine Symbiose mit der Erkrankung herstellen oder erstellen. Die Auflösung dieser Symbiose bringt die berechtigte Hoffnung zur Eliminierung der Baustelle und somit zur Verbesserung der Lebensqualität. Gegenüber herkömmlichen Vorgehen auf der Basis von Pharmaka hat Agile Care bedeutende Vorteile. Das Vorgehen mit Agile Care vermeidet die Erzeugung von Resistenzen. Erfolgreiches Vorgehen erfordert die Einhaltung von Randbedingungen, möglichst deren Optimum.